lustig? Mal wieder fleißig? Ach, der Nachbar, ja. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Renovierung. Wissen Sie, 25 Jahre gehen da nicht spurlos vorbei an so einem Bauwagen. Nicht? Vielleicht können Sie das brauchen. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Was? Ihr Gartenwerkzeug? Wieso das denn? Herr Lustig, ich ziehe weg. Sie ziehen weg? Ach, haben Sie Ihr Haus verkauft? Getauscht habe ich's. Gegen eine wunderschöne Finca auf Mallorca. Mhm. Ein herrliches Anwesen. Mhm. Hier, sehen Sie mal. Aha. Hübsch, ja. Aber wer wird denn nun mein neuer Nachbar? Die Bunkenburg AG. Ach, Hagen Bunkenburg, dieser Baufritze? Mhm. Dem gehört ja inzwischen fast jedes Grundstück hier im Elchwinkel. Ihres will er bestimmt auch noch haben. Guten Tag, meine Herren. Herr Lustig, Jana Olszewski. Ich vertrete die Firma Bunkenburg. Wir sind... Ah, ja, ja, ja. Sie haben ein Auge auf mein Grundstück geworfen. Ich habe schon gehört. Wenn Sie es so nennen wollen. Die Bunkenburg AG hat große Pläne mit dem Elchwinkel. Deswegen bieten Sie den jetzigen Grundstücksinhabern sehr reizvolle Objekte zum Tausch an. Ganz individuell. Nicht wahr, Herr Schupalke? Herr Schulke. Ja, ich fürchte, wir werden da nicht ins Geschäft kommen. Sehen Sie, ich wohne hier seit 25 Jahren in diesem herrlichen blauen Bauwagen, auf diesem herrlichen wilden Grundstück. Und es ist mir immer noch nicht langweilig. Also, ich wüsste nicht, was Sie mir da anbieten könnten zum Tausch. Nun, wie wäre es denn damit? Ach, das ist ja... Ein Schloss! Schloss Pölser ist eine wahre Perle der barocken Baukunst. Es war einst ein Lustschloss der dänischen Königsfamilie. Ja, und das wollen Sie mir geben? Für mein kleines Grundstück hier? Sind Sie sicher, dass Sie da nicht irgendwas durcheinander bringen? Gut, es ist sehr abgelegen und hier und da sind ein paar kleine Schönheitsreparaturen zu erledigen. Aber das entspricht ja ganz Ihrer Lebensart, wie ich sehe. Ein Königsschloss? Herr Lustig, das können Sie doch nicht ausschlagen. Ja, Sie sollten auch recht schnell zusagen. Denn so ein einmaliges Objekt ist heiß begehrt. Ich kann es nur noch bis morgen zurückhalten. Bis morgen? Aber ich würde es mir gern vorher mal ansehen, nicht? Ja, das schaffen wir leider nicht mehr. Denn Pölser liegt bei Schwinneköth in der Mökermark. Aber Sie haben ja die Fotos. Und das Bärstädter Schloss, das ist dem Pölser gar nicht mal so unähnlich. Das können Sie sich anschauen. Aha, das Bärstädter Schloss, ja. Ja, das könnte ich mir ja mal ansehen, nicht? Dann überlege ich es mir noch mal. Aber machen Sie sich nicht zu viel Hoffnung. Wie Sie meinen. Herr Bunkenburg erwartet Ihre Entscheidung dann morgen Nachmittag in seinem Büro. Einen schönen Tag noch, meine Herren. Ja. Ja, ich weiß nicht. Na, muss man Sie denn zu Ihrem Glück zwingen? Peter der Große, Graf Lustig zu Pölser. Du meine Güte, Sie werden Schlossherr. Und was sagt er? Er will in Ruhe darüber nachdenken, im Schlosspark. Verdammt. Das dauert mir zu lange. Morgen habe ich die Aktionäre im Haus. Da brauche ich die Unterschriften. Wir könnten Herrn Lustig die Entscheidung etwas leichter machen. Ja, was soll das heißen? Na, indem wir seinen geliebten Elchwinkel etwas weniger lebenswert gestalten. Wunderbare Idee, Anna. Lass die Tiefbaukolonne anrücken. Presslufthammer, Dampframmen, alles was stinkt und kracht. Und Sie, Kriechbaum, Sie machen Herrn Lustig noch ein bisschen mehr Lust auf ein Leben als Schlossherr. Aber, Chef, wie? Ich meine, wie soll ich denn... Lassen Sie sich was einfallen. Sie wollen doch Karriere machen, oder? Einsteigen. Was für ein Park. Naja, ein bisschen sehr aufgeräumt, aber als Schlossherr werde ich es auf jeden Fall schön grün haben. Naja, ich meine, vielleicht ist das Schloss gar nicht so gemütlich. Womöglich zieht es überall und es hat keine Heizung und so. Die Mauern, die Wehrtürme, Burggraben und so. Brauche ich doch alles nicht. Ich habe doch keine Feinde. Naja. Obwohl, das Bärstädter Schloss hat gar keine dicken Mauern und Türme und Burggräben und so. Das Guten Tag. Ist da vielleicht noch Platz? Ja, bitte. Ach, ich habe mich gerade gewundert, dass dieses Schloss sogar keine Verteidigungsanlagen hat. Keine Burggräben und Türme und all sowas. Nun,
Weil es Berstädter Schloss, wie der Name schon sagt, ein Schloss ist und keine Burg. Eine Berstädter Burg gab es ja auch einmal, aber das war viel früher. Naja, natürlich. Die Burgen waren ja zuerst da, aber das ist schon lange her, eben zur Ritterszeit, im Mittelalter. Die Ritter waren ja nun ein ziemlich kriegerischer Haufen, dauernd dabei, sich gegenseitig umzubringen. Und in diesen gefährlichen Zeiten wohnte man am besten in solchen befestigten Gemäuern, in trutzigen Burgen. Wenn gerade kein Feind vor den Toren stand, übte man für den Ernstfall. Bei Ritterturnieren trafen sich die besten Schwert- und Lanzenkämpfer im edlen Wettstreit. Aber alles nur Show für die Burgfräuleins. Am nächsten Morgen aber konnte es schon ernst werden. Da zog man sich hinter die Burggräben und Mauern zurück. Frauen und Kinder wurden in die Kemenate gebracht, ins geheizte Frauenhaus. Denn der Herold verkündete Ungemach. Die Burg wird belagert vom machtgierigen Fürsten um die Ecke mit seinen Mannen. Und der hat womöglich die gefürchtete neue Geheimwaffe, eine Kanone. Tja, den Kanonenkugeln waren die meterdicken Burgmauern nicht gewachsen. Die Kanonen bedeuteten das Ende der Burgen. Die zerbröselten und wurden verlassen. Und nur noch der Minnesänger konnte berichten vom romantischen Ritterleben in der Burg. Von schönen Damen und ihren Kammerzofen, aber auch von all den anderen, die hinter den Burggräben und Zugbrücken wohnten und arbeiteten. Von den Köchen, Gärtnern, Waffenschmieden, Maurern und Handwerkern, die dem Fürsten dienten. Und die nach jedem Scharmützel die Burg mühsam wieder aufbauen mussten. Ohne Akkuschrauber, ohne Beton. Wehrhaft, trotzig, ja, aber sinnlos. Die Fürsten wollten jetzt was anderes. Keine klotzigen Türme mehr, sondern so etwas. Man wollte es schön und komfortabel. Man baute Schlösser. Mit Haupthaus, Gesindehäusern, mehreren Flügeln und prunkvollen Sälen. Geheizt und mit gläsernen Fenstern. Mit imposanten Toren und Höfen, mit Türmchen und Zinnen, mit Freitreppen und allerhand steinernem Zierrat. Dazu noch zum Angeben riesige Parkanlagen und Wasserspiele in Lustschlössern. Tja, sehr eindrucksvoll, so ein Schloss. Es hat was. Ist es schön? Das Berstädter Schloss zum Beispiel. Eine Perle der barocken Baukunst. Fast so schön wie unser eigenes. Wie Ihr eigenes? Sie meinen, Sie haben auch sowas? Oh. Verzeihen Sie. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Hendrik, Erbprinz zu Moosburg-Schippe. Unsere Familie ist eng verwandt mit der von Berstadt-Schippe. Ach, das ist ja ein Ding. Ein echter Prinz und Schlossspezialist. Ja, dann kennen Sie ja vielleicht dieses Schlösschen hier. Mein Gott! Pölser! Ja. Darf ich fragen, wieso Sie gerade dieses Schloss so interessiert? Ja, dürfen Sie. Ich überlege nämlich, das Anwesen eventuell zu erwerben. Aber wieso noch überlegen? Na ja, sehen Sie, ich habe nur dieses Foto. Und vielleicht ist es gar nicht so gemütlich da. Ne? Gar nicht so gemütlich? Mhm. Besichtigen Sie doch mal das Berstädter Schloss. Und stellen Sie sich das Ganze ein bisschen kleiner, gemütlicher und persönlicher vor. Das ist Pölser. So. Aha, ja. Ja, ich glaube, ich werde mir das Berstädter Schloss mal aus der Nähe ansehen. Gut, schönen Dank für den Tipp. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo? Jana? Ich glaube, er hat's gefressen. Ja, okay. Bis gleich im Büro. Ich
gleich geht die Führung los. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie von innen aussieht, hier diese Perle der barocken Baukunst. Werde ich auch bald haben, ne? Ja, vielleicht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn Sie mir dann bitte folgen wollen. Ach, guten Tag. Es geht los. Na, dann schauen wir mal. Ja. Ja, sozusagen der Flur. Naja, beim König hieß das Empfangshalle. Macht ja was her. An den Wänden die Ahnen, die Königin und der Hausherr. Und das Möbelmann. Alles vom Feinsten. Allein diese Tischplatte, ein Meisterwerk. Gut, dass die Fürsten sich das leisten konnten. Sonst hätten die Künstler und Handwerker sowas nie gebaut. Auch die Wände. Keine Raufasertapete. Das Speisezimmer. Was heißt Speisezimmer? Der Spiegelsaal. Deckengemälde, Kronleuchter. Was für eine Pracht. Schade, dass die Speisen schon abgeräumt sind. Hier hätte ich gern gegessen. Dann das Schlafgemach. Kamin, Kaffeetisch. Das königliche Bett. Aber keine Schrankwand? War nicht nötig. Alles, was der König brauchte, wurde von Dienern herbeigeschafft. Von der Bettfrau, von der Kammerfrau, von der Garderobenfrau. Man musste nur klingeln. Ah, doch ein Schrank. Was hatte der Fürst denn da drin? Ach nee, eine Badewanne. Ein Badezimmer, schamhaft versteckt. Womöglich hatte er auch noch, ja, tatsächlich, einen Kloschrank. Habe ich auch. Ich müsste mich also gar nicht umstellen. Ja, so ein Musikzimmer habe ich natürlich nicht. Wäre aber schön. Als Schlossbesitzer könnte ich mir ein Klavier kaufen. Ja. Naja, ein bisschen zu viel Gold für meinen Geschmack. Aber das hier ist ja auch das Bärstädter Königsschloss. Tja, so ein Schloss könnte mir schon gefallen. Allein die vielen Zimmer. Ne? Hätte ich endlich mal Gästezimmer. Und Platz für meine Bücher. Ich könnte mir eine Bibliothek einrichten. Und eine Bastelwerkstatt. Und im Keller ein Schwimmbad. Alles aus Marmor und so. Ja. Aber andererseits, der Elchwinkel wird mir auch fehlen. Hier ist alles so schön klein und gemütlich. Hier kenne ich alles. Ne? Hier fühle ich mich eben zu Hause. Ja. Was ist das denn? Das ist ja nicht zum Aushalten. Mir fallen die Ohren ab. Und dieser Qualm. Ah, lustig. Schrecklich, was? Das geht jetzt jeden Tag so, haben die gesagt. Ja. Ein Glück, dass wir bald weg sind. Ja, der Elchwinkel ist nicht mehr das, was er mal war. Hoffentlich machen die bald Feierabend. Schloss zu Pölser nur halb so schön ist wie das in Bärstadt, dann wär's doch schön, da drin zu wohnen. Hm? Mit der Ruhe hier im Elchwinkel ist es sowieso vorbei. Naja, moderne Zeiten sind eingezogen. Ich muss eben umziehen, nicht? Also ich glaube, ich mach's. Hm? Ich pack die Koffer und tausche. Aber eine Nacht schlafe ich noch drüber. Ja. Ah. Doch weiter. Später, teuerste später.
Ah, welch ein herrliches Fest, Graf Lustig, wirklich exquisit. Ja, fürwahr. Es ist, als ob ein Glücksstern steht über diesem Schloss. Aber sag doch, mein Graf, ich wundere mich doch ein ums andere Mal. Wie seid ihr nur an dieses herrliche Schloss gelangt? An Pölzer? Nun, mein Bester, das ist schnell erzählt. Wir waren einfach zur rechten Zeit am rechten Ort. Der Rest war ein Federstrich. Ich freue mich, dass wir uns so schnell einig geworden sind, meine Herren. Hier sind die Schlüssel. Danke. Je eine Anfahrtskarte. Und die Verträge. Ja, sehr schön. Aber wie ist es denn nun mit dem Umtauschrecht? Bitte? Ach, die Rücktrittsklausel. Ja. Steht hinten im Kleingedruckten, wie Sie es gewünscht haben, Herr Lustig. Bis zum 1. nächsten Monats um 12 Uhr können Sie vom Tauschvertrag zurücktreten. Aber wollen wir uns den feierlichen Moment denn mit solch abwegigen Gedanken versauen? Ja, sehr schön. Und jetzt Champagner. Guten Tag, meine Herren. Tag. Oh, danke. Ja. So. Meine Herren, auf Ihr neues Zuhause. Auf das neue Zuhause. Oh, so spät schon. Ich muss mich entschuldigen, die Geschäfte. Lassen Sie sich nicht hetzen, Frau Dudenhöfer wird sich kümmern. Ja. Also, darf ich Ihnen noch nachschenken, meine Herren? Ups, oh, pardon. So, meine Herrschaften, das waren die letzten beiden Unterschriften. Ich denke, die Sache ist in trockenen Tüchern. Ich gehe davon aus, dass wir in 2 Wochen mit den Bauarbeiten im Elchwinkel beginnen können. Und dann haben wir in Bärstadt sehr bald den modernsten Vergnügungs- und Bürokomplex der Republik. Büroräume in bester Lage, Boutiquen mit Luxusplunder, Erlebnisgastronomie und ein Spielcasino. Meine Herrschaften, sehen Sie das Elchwinkel Center mit Bunkenburg Tower. Und wenn bis zum 1. doch noch einer den Tausch rückgängig macht? Das werden wir zu verhindern wissen. Ach, Herr Lustig, Sie waren mir immer ein lieber Nachbar. Ich würde fast sagen, der Liebste. Machen Sie es gut. Danke, ist schon gut, Herr Nachbar. Sie werden mir auch fehlen, irgendwie. Sie kommen mich doch mal besuchen auf Mallorca. Ja, na klar. Und dann sind Sie mein Gast zum Festmahl auf Schloss Pölzer. Ja, da freue ich mich schon drauf. Graf Lustig. Ja, na dann. Na dann. Gute Reise. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt verschwinde ich auch. Ja, was denn? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich den Bauwagen hier lasse, ne? Nee, komm, 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 ja. Den stelle ich mir im Schlosspark, als Gartenhäuschen. Ja, auf geht's. Nach Hause, nach Hause. Genau, Klaus-Dieter, nach Pölzer, ins neue Zuhause. Viele Jahre war mein Heim ein Bauwagen aus Holz. Gemütlich, wenn auch ziemlich klein,
war er mein ganzer Stolz. Hier konnte ich tun und lassen, was und wie es mir gefiel. Ich kann es selbst kaum fassen, doch ich hab ein neues Ziel. Es ist ein Schlösschen auf dem Land, von dem ich träume. Ich hab den Schlüssel in der Hand für königliche Räume. Vom goldenen Teller werd ich speisen, wo der König saß. Lass mich als Grafen lustig preisen. Mann, wird das ein Spaß. Ich freu mich schon. So viele Male habe ich schon dies Treppchen hier erklommen. Nur hier und so wollte ich wohnen, da konnte nichts Besseres kommen. So viele Nächte habe ich in diesem Bett verbracht. Nun zieht es in die Ferne mich, wer hätte das gedacht? Schlösschen auf dem Land, von dem ich träume. Ich hab den Schlüssel in der Hand für königliche Räume. In goldenen Glanze werd ich wandern, wie's der König tat. Und klug und edel sollst du handeln, höret meinen Rat. Na denn. Da kommt er. Wenn er vorbei ist, hängen wir uns dran. Joachim. Was? Der Chef hat gesagt, wir sollen ihm unauffällig folgen. Also entspann dich. Jetzt lang in mein neues Heim. Ne? Also hier ist Bärstadt, dann müsst ihr Hölzer irgendwo, na, Hölzer irgendwo da oben sein. Na. Ah, Mist. Ah, Mist. Die ist weg. Wo geht's denn jetzt lang? Nach Pölzer. Tag. Sagen Sie, wo geht's denn hier zum Schloss Pölzer? Pölzer? Ja. Ist das ein dänisches Würstchen? Das soll ein Schloss sein? Ja, kennen Sie nicht? Nö. Aber dann haben Sie doch zumindest eine Straßenkarte. Nö, tut mir leid. Sie als Taxifahrer haben keine Karte? Nö, ich habe ja das hier. Ah, Navigator. So ein Computerchen, was alle Straßen und Orte gespeichert hat. Ja, sehr praktisch. Ja, ich brauche nur eingeben, wo ich hin will. Also zum Beispiel Bahnhof, ja? So. Und schon zeigt mir das Gerät, wo es lang geht. Die Route wird berechnet. Bitte links abbiegen. Und danach. Sprechen kann es auch, ja. Wirklich, ganz praktisch. Aber. Woher das Ding weiß, wo ich mit meiner Taxe gerade bin, das ist mir ein Rätsel. Woher? Na, wie heißt es so schön? Alles Gute kommt von oben. Von sehr weit oben. Noch höher, ja. Genau gesagt, aus einer Höhe von 20.000 Kilometern. Aus dem Weltraum. Da wurden irgendwann spezielle Satelliten ausgesetzt. Sie entfalteten ihre Sonnensegel
ihre Energieversorgung, begaben sich dann auf eine Umlaufbahn um die Erde und funkten Signale nach unten. Ich bin Satellit Nummer so und so und es ist nach meiner Atomuhr genau so und so spät. Unten auf der Erde im Taxi sitzt jetzt der Navigationscomputer und sucht nach diesem Signal aus der Umlaufbahn. GPS, das bedeutet übrigens globales Ortungssystem. Und das Schöne ist, jeder kann es benutzen. Der Computer im Taxi sucht noch. Naja, das dauert ein bisschen, aber da. Er hat Kontakt mit Navstar 1 und weiß jetzt, wie lange das Signal gebraucht hat, ihn zu erreichen. 55.000stel Sekunden. Also weiß er auch, wie weit er von ihm entfernt ist. 20.000 Kilometer. Ja, das alleine langt aber noch nicht. Er braucht noch mehr Informationen. Denn so, ja, da steht's, so kann er seine Position nicht berechnen. Er braucht noch mehr Satelliten. Ja, na bitte, er sucht schon, kein großes Problem. Denn 4 von den insgesamt 24 GPS-Satelliten fliegen immer über unseren Köpfen herum und senden ihre Signale. Jeder auf einer anderen Umlaufbahn. Und jetzt müsste aber langsam da, ja. Er hat Kontakt mit 2 und 3. Ja, der Rest ist nun Mathematik. Aus den 3 Entfernungen kann der Navigator seine exakte Position errechnen. Die vergleicht er dann mit seinem Kartenverzeichnis. Er hat ja ganz Europa im Kopf. Und jetzt weiß er genau, wo er ist. Im Bärstädter Wald oder am Kudamm in Berlin oder am Nordpol. Ja, ich habe inzwischen auch so ein Wunderwerk der Technik. War nicht ganz billig. Aber immerhin, ich habe jede Menge heiße Informationen. Direkt aus der Umlaufbahn. Jetzt rechts abbiegen. Ah, danke. Ja. Ich habe mir die Ortschaft auch ein bisschen belebter vorgestellt. Aber die Leute sind höchstwahrscheinlich alle bei der Arbeit auf den Feldern rings ums Schloss. Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Was? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, ja. Pölzer hätte ich ja nun gefunden. Aber wo ist das Schloss? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Nee, ein Schloss kennt er nicht. Na ja, so ein Computerchen weiß ja auch nur das, was man ihm gesagt hat. Und mein Schloss ist nicht programmiert. Aber Moment mal, ich habe doch noch diese Anfahrtskarte vom Bunkenburg. Ja, da ist sie. Ist ja wohl eine etwas ältere Ausgabe. Aber die Gegend wird sich ja nicht wesentlich verändert haben inzwischen. Na, dann wollen wir mal. Ja, wollen wir mal sehen. Ja, hier ist auch eine Legende. Da weiß man doch gleich, wo was ist. Nicht? Der Wald ist grün, Heide ist braun und die Moore und die Flüsse und die Seen sind blau. Nicht? Ja. Ah, und hier die Grenzen. Die Bahnlinien, große, kleine, Aussichtstürme gibt's. Ah, Schloss, ja. So sieht ein Schloss auf der Karte aus. Da müsste doch hier irgendwo, ne? Da, das muss es sein. Da ist mein Schloss, auf der Karte. Aber wo ist es in Wirklichkeit? Naja, man weiß ja, bei einer Karte ist oben immer Norden. Jetzt muss ich nur die Karte drehen, wenn ich wüsste, wo Norden ist. Naja, nun ist ja um die Mittagszeit die Sonne immer im Süden. Aber es gibt keine Sonne. Nee, zu viel Wolken. Was mache ich? Na, ich mach's wie die Menschen früher, als es noch keine Satelliten gab. Die schauten auch nach oben, zur Sonne. Von der wusste ja jeder Seemann, im Osten geht sie auf, mittags steht sie im Süden und dort, wo sie untergeht, ist Westen.
Bei Nacht war es noch einfacher. Der Nordpolarstern ist leicht am Himmel zu finden und steht wie festgenagelt genau im Norden. Na, da wusste man doch. Diese Art der Navigation war simpel und verlässlich, solange keine Wolken den Himmel verdeckten. Und das passierte leider öfter. Nun wird berichtet, dass ein Schafhirte damals eine Lösung für das Problem fand. Er wunderte sich, dass an den Nägeln seiner Sandalen immer wieder kleine graue Steinchen klebten. Er spielte damit herum. Warum blieben sie manchmal aneinander kleben? Oder stießen sich ab? Je nachdem, wie er sie hielt. Nun, es waren Magnetitsteinchen. Der Schafhirte hatte den Magnetismus entdeckt. Und wie so oft, die Chinesen waren die Ersten, die etwas daraus machten. Sie hatten auch etwas entdeckt, dass nämlich die ganze Erde ein großer Magnet ist. In unserem Globus steckt sozusagen ein riesiger Stabmagnet. Oben der Nordpol, unten der Südpol. Man brachte nun einen anderen Magneten in die Nähe, aus Magnetit. Der wurde vom Nordpol angezogen und drehte sich. Er musste nur beweglich sein, entweder aufgehängt an einem Faden oder in ein Bambusröhrchen gesteckt. Ja, so, und in ein Wasserschälchen gelegt. Hier konnte er sich leicht drehen und das tat er auch, genau nach Norden. Der Kompass war erfunden. Der war natürlich noch zu verbessern. Eisenstücke wurden zurechtgeschmiedet und an Magneteisensteinen magnetisiert. Das gab schöne Kompassnadeln. Die drehten sich dann gut geschützt in einem Gehäuse, bekamen noch eine Skala drumherum, die Windrose, und der Seemann wusste wieder, wo Norden war und wohin er sein Schiff steuern musste. Tja, von den hölzernen Segelschiffen der Hanse bis hin zu der mächtigen Titanic. Ohne diese kleine Magnetnadel wäre wohl die ganze Seefahrt nicht möglich gewesen. Na klar, einen Kompass brauche ich. Dann kann ich die Karte genau nach Norden drehen. Ich hatte ja auch einen. Bloß der ist verloren gegangen hier im Umzugschaos. Macht aber nichts, ich bastel mir einen. Ja, und zwar ganz nach dem Vorbild der alten Chinesen. Eine Kompassnadel muss sich ja ganz leicht drehen können. Das geht am besten auf einer Flüssigkeit. Hier, Schälchen mit Wasser. Darauf kommt ein Schwimmer, ein Korken, so mit einem Klecks Knete obendrauf. Und jetzt das Wichtigste, die Kompassnadel. Hier. Nämlich eine alte Stopfnadel. Die ist ja nun von Natur aus nicht magnetisch. Das macht aber auch nichts. Ich kann sie magnetisieren. Ja. Und zwar hier mit einem Lautsprecher. Aus diesem alten Radio habe ich sie mal ausgebaut. So. Und jetzt, Magnetismus ist nämlich ansteckend, werde ich die Nadel mal magnetisieren. Hier so ein bisschen vorbeiführen daran. Ein paar Mal. Jetzt ist sie magnetisch. Nun wollen wir mal sehen. Jetzt ist der spannende Moment gekommen. Jetzt lassen wir die Sache sich mal drehen. Sie dreht sich. Ja, sehr schön. Das jetzt ist genau die Nord-Süd-Richtung. Und wo ist jetzt Norden? Dieses Ende oder das? Ist auch kein Problem. Da hinten, ja, ist es etwas heller als da. Das muss also mehr südlich sein. Also ist Norden genau da. Ja, jetzt kann ich meine Karte einordnen. Jetzt weiß ich genau, wo ich hin muss, wenn der Regen aufgehört hat. Ja, naja, warte ich ein bisschen. Hat ein bisschen gelitten im Lauf der Jahre. Aber es ist doch immer noch schön. Ne? Schön. Was soll das denn?
Wer bist du denn? Na, ich bin der neue Schlossherr. Die Kids heutzutage. Na, dann wollen wir mal. Das also ist die Perle der barocken Baukunst? Hast du was anderes erwartet? Mein Gott! Was für eine Bruchbude! Und bis wann kann er zurück? Bis übermorgen um 12. Aber er wird ganz sicher nicht zurückkehren. Zumindest nicht rechtzeitig. Ja, der kann sein, ja. Nee, nee. Vielleicht der hier. Ja. Ah. Ja. Ah. Nicht weiter. Ja, ein paar Schönheitsreparaturen werden nötig sein. Wusste ich doch vorher. Ja. Kunstvoll. Was sollen die Eimer hier? Oh, ja. Am Dach. Wird man wohl auch was machen müssen. Na, am Parkett auch. Und auch an den Türen. Naja. Naja, natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis ich mich hier so richtig zu Hause fühle. Aber ich bin sicher, das kommt. Wenn erstmal alles wieder glänzt in alter Pracht. Na dann, gute Nacht. Voll davon. Und auch der Boden. Schönes Schloss. Nur fort! Fort von hier! Ja, meine Herrschaften, so bleibt doch.
angeln. Das ist lustig. Ihr dauert mich. Dieses Schloss ist ein Hort des Unglücks. Furchtbarer Albtraum. Oh. Und dieses grauenhafte Hämmern. Moment, das hämmert ja immer noch. Ist ja doch jemand da. Ja. Regina Stock vom Amt für Denkmalpflege. Guten Tag. Graf Lustig. Ich meine nur Lustig, ohne Graf. Was sagten Sie, Denkmalpflege? Mhm. Ach, ja, ist da irgendwo ein Denkmal auf meinem Grund und Boden? Nein, nein, es geht um das Schloss selbst. Also meine Behörde kümmert sich um den Schutz und Erhalt von Baudenkmälern. Und als ich gehört habe, dass neuer Schlossherr da ist, da wollte ich mich gleich mal mit Ihnen unterhalten. Oh, wie nett. Und über was? Na, mich würde natürlich interessieren, welche Sanierungsmaßnahmen Sie zuerst angehen wollen. Sanierung? Wie? Also wenn Sie mich fragen, also das Dach und der einschutzgefährdete Westflügel, also müssen Sie doch recht bald ein paar Millionchen reinstecken. Ein paar Millionchen? Euro? Die hat man Ihnen das etwa nicht gesagt? Als Besitzer sind Sie verpflichtet, dieses Baudenkmal auch zu erhalten und herzurichten, auf eigene Kosten. Auf eigene Kosten? Dieser Bunkenburg, der Halunke, der hat mich reingelegt. Aber nicht mit mir. Es gibt da doch diese Rücktrittsklausel, ja. Ja, bis 12 Uhr am 1. kann ich diesen ganzen Zauber rückgängig machen. Also der 1. ist morgen. Richtig, ich muss mich beeilen. Zurück nach Bärstadt. Oh, verdammt! Muss diese Denkmalschachtel ausgerechnet heute kommen? Mann! Unser Schlosser macht sich wieder auf die Reise. Meinst du, der fährt zurück nach Bärstadt? Nein, nicht, wenn wir jetzt unseren Job machen. Machen Sie es gut. Ja, tschüss dann. Für ein paar Tage war mein Heim ein Traum aus goldener Zeit. Doch war der alte Bau aus Stein fürs Leben nicht bereit. Mein Schloss, ich muss es leider sagen, ist längst ein Würmerschmaus. Doch ich will mich nicht beklagen, nein, ich will nur nach Haus. Es ist mein altes Heim im Grün, von dem ich träume. Dort, wo die wilden Blumen blühen und ringsherum die Bäume, wo Unkraut nicht im Wege steht, weil es dorthin gehört, wo auch der Hausherr barfuß geht und keiner sich dran stört. Für alle Zeiten wollte ich leben, wie ein edler Fürst. Doch ich vergaß, man braucht da eben Geld und das zuerst. Da sag ich mir, bleib der du bist und pfeif auf den Komfort. Wo ohne Moos nix los ist, bist du am falschen Ort. Es ist mein altes Heim im Grün, von dem ich träume. Dort, wo die wilden Blumen blühen und ringsherum die Bäume.
wo Suppe aus dem Topf auch schmeckt. Dazu ein roter Wein, wo morgens mich der Hahn aufweckt. Da möchte ich wieder sein. Eine Würstchenbude. Ja. Ja, dann machen wir doch eine kleine Pause. Ja. Ja, ja, bis 12 schaffe ich es locker nach Bärstadt. Eine Bratwurst, 1 Euro. Okay, es ist soweit. Tag. Eine Bratwurst, bitte. Morgen. Gerne doch. Was machst du da? Unseren Job. Ich sorge dafür, dass er lustig ganz sicher nicht bis 12 Uhr in Bärstadt ankommt. Na, das ist ja mal eine originelle Art, Urlaub zu machen. Im Bauwagen durch den Möckermark. Naja, Urlaub ist es weniger. Sehen Sie, das ist mein erster Wohnsitz, ein fahrbarer. Wie, Sie wohnen in dem Ding? Ja, seit 25 Jahren. Das ist eine gesunde Lebensweise. Sie wollen wohl noch die nächsten 25 Jahre weitermachen. Warum nicht? Hm? Man ist so jung, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich gut. Naja, bis auf dieses leere Gefühl im Magen. Ach so, ja, na, dagegen kann man was machen. Wa? Danke. Ja, ich muss weiter. Viel Spaß noch im Bauwagen. Tschüss, Markus. Jo, tschüss dann. Sagen Sie mal, kann das sein, dass Sie verfolgt werden? Ich? Verfolgt? Na, Sie gucken zu viele Krimis. Wer soll mich denn verfolgen? Höchstens dieser Baulöwe, dieser Bunkenburg. Ein ganz übler Betrüger. Also dem ist alles zuzutrauen. Tja. Ach, kann ich mal etwas Senf haben? Klar. Ketchup hoch? Nee, danke. Das gibt's doch nicht. Wie kann denn sowas passieren? Na, von alleine nicht. Das war ein Anschlag. Schwarzes Auto mit Bärstädter Kennzeichen. Na, ihr Baulöwe, wetten! Hä? Was ist los, Kriechbäumchen? Du sagst ja gar nichts. So explosiv habe ich mir die Baubranche nicht vorgestellt. Nee, also, wenn Sie mich fragen, da geht ja nichts mehr. Hallo, Chef. Hier Jana. Ich fürchte, Herr Lustig kann heute nicht mehr weiterreisen. Was? Plötzlicher Motorschaden? Ja. So was passiert. Gute Arbeit. Aber bezieht trotzdem mal Posten auf der Straße nach Bärstadt. Dieser Lustig ist zäh. Ich will da kein Risiko eingehen. Dieser Bombenburg wollte mich austricksen. Aber so schnell wird er mich nicht los. Ich nehme jetzt ein Taxi. Taxi? Ja. Hier? Naja, ich meine, ich kann nicht versuchen, wa? Ja. Obwohl, ein Taxi. Wer weiß, was die Gangster inzwischen mit meinem Bauwagen anstellen, nicht? Nee, ich brauche einen neuen Trecker. Ja, vergessen Sie das Taxi! Ja. Da drüben ist doch ein Bauernhof. Die werden doch wohl einen Trecker haben. Ja. Mhm.
Wir bleiben dran. Und wie? Seltsamer Bauernhof. So aufgeräumt, ne? Riecht auch gar nicht nach Kühen oder Schwein. Ob die überhaupt einen Traktor haben hier? Ne, kein Trecker. Na? Aber Pferde. Scheint ein Reiterhof zu sein oder sowas. Hey, mit einem Pferd könnte ich doch auch vorankommen, ne? Ja, besser noch mit zweien. Ja. Was für komische Namen die Leute ihren Pferden geben. Mona Lisa, Vienna, Veronita, Müsli, wie? Achso, das ist die Speisekarte der Pferde hier. Ja, zwei Maß Hafer morgens, ein Maß Müsli abends. Ach, und jedes Pferd hat hier eine eigene Speisekarte, sozusagen ein persönliches Menü. Das sind ja wohl auch alles verschiedene Rassen. Ja, Westfale, ein Hannoveraner, Sascha. Und sowas trägt man hier. Steht's mir? Bist du Alexander, der neue Reitschüler? Nee, ich heiße Peter und reiten lernen will ich auch nicht. Hallo, ich bin Katharina. Was willst du hier? Ich brauche Hilfe. Also, ich will mich mal kurz fassen. Ich muss bis 12 Uhr mittags in Bärstadt sein mit meinem Bauwagen, damit ich einem Bösewicht, der mir den Trecker in die Luft gejagt hat, ein Barockschloss wiedergebe, was er mir gegeben hat für meinen Garten. Ja. Wow, du brauchst echt Hilfe. Ja, und zwei Pferde, weil nämlich der Trecker... Verstehe. Coole Geschichte. Komm, wir fragen meinen Vater. Mhm, ja. Hallo, Papa, du... Oha, wenn meine Tochter so kommt, dann wird's teuer. Das kenne ich, mach mal so. Na, Katrinchen, was gibt's denn? Du sag mal, können wir Ajax und Ada heute ausleihen, weil Peter muss um 12 in Bärstadt sein und sie haben seinen Trecker in die Luft gejagt. Was? Wer macht denn sowas? Na, ich schätze, der Hagen Bunkenburg. Bunkenburg, der Drecksack. Der hat uns diese Scheune verkauft, die ist gleich beim ersten Sturm zusammengekracht. Der war das? Ja. Na gut, Sie kriegen ihr Gespann. Heinrich! Hol die Kaltblüter aus dem Wald, die kommen ins Geschirr. Kaltblüter? Aus dem Wald? Ich wollte doch nur zwei normale Pferde. Naja. Kaltblüter sind ganz normale Pferde. Gehören zu einer großen, starken Rasse, wurden extra für schwere Arbeiten gezüchtet. Aha. Und was machen die im Wald? Die holen das Holz raus, also die geschlagenen Bäume, machen den Boden nicht so kaputt wie Trecker und Maschinen. Jetzt sagen Sie, diese Kaltblüter, haben die denn auch kälteres Blut? Quatsch, der ist nur so, weil die mal cool bleiben. Aha, das ist mir sehr recht. Sollen ja schließlich meinen Bauwagen ziehen. Ach ja, Ihr Eigenheim muss ja auch noch von der Straße. Ach, und was macht er da? Hat das Pferd was am Bein? Ach so, nee, Fußpflege. Seltsam, nicht? Pferde haben ja nur eine Zehe pro Fuß. Und das ist der Huf. Der muss natürlich sauber gehalten werden und kriegt eiserne Sohlen für die Straße. Schuhwichse auch noch. Ja, das soll doch kein Schönheitswettbewerb für Pferde werden. Ich muss nur schnell nach Bärstadt. Meinetwegen mit schmutzigen Schuhen. Na, frisiert wird auch noch. Naja, mit dem verfilzten Schwanz verreist man ja nicht gerne. Ja, das macht er ja sehr hübsch. Aber er wird doch nicht etwa auch noch Zöpfe flechten wollen. Ich hab's eilig. Was ein Pferd alles so braucht für die Körperpflege. So viel Bürsten habe ich nicht. Naja, muss ja auch nicht gestriegelt werden. Na, ein Fell wie weiche, warme Seide. Und eine freche Ponyfrisur. Ja. Na, du bist aber gut. Ich muss los. Nein, nicht auch noch rasieren. Na, außerdem, da unterm Maul sitzen ganz empfindliche Tasthaare. So wichtig wie die Wimpern. Die müssen stehen bleiben. Ach Gottchen, so viele Riemen. Okay, kann losgehen. Aha, danke. Und wie lenke ich jetzt? Was muss ich machen, wenn ich nach rechts will? Rechts ziehen. Rechts ziehen. Und nach links? Links ziehen. Links ziehen, gut. Und wo ist die Bremse? Ich meine, wenn ich anhalten will? Beide. Beide ziehen.
Ja, ist doch einfach. Im schlimmsten Fall landen sie wieder hier. Wenn der Kutscher zu blöd ist, laufen die beiden automatisch nach Hause. Oh, Papa, du nervst. Peter muss jetzt echt los. Ich muss los, ja. Auf nach Bärstadt. Wie gebe ich Gas? Ist ganz einfach. Ja. Ja. Na denn. Ja. Funktioniert doch. Wunderbar. Ja. Ja. Na, hier. Gut. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Go West, hat's früher geheißen in Amerika. Im Wilden Westen. Für mich heißt es Go Home. Ja, mit 2 PS. Ja! Ja! Da, nicht so müde. Ja. Schön geradeaus. Ja. 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 Sehr schön. Ah. Nur noch 5 Kilometer bis Bärstadt. Ja, das schaffe ich leicht. Und dann haue ich diesem kriminellen Butterberg seinen Vertrag um die Ohren. Ja. Achtung, Bösewichter. Hä? Bösewichter? Wo? Au, oh, die schon wieder. Jetzt wird's eng. Ja, ja. Oh, los. Ja, ja. Ja, sehr schön. Schluss mit lustig. Ist das nicht ein bisschen heftig? Heftig? Was der Chef mit uns macht, wenn dieser lustig durchkommt, das wird heftig. Und jetzt gib Gas! Mist. Das macht mir die Reifen kaputt. Die Pferde werden reintreten. Ich muss mir was überlegen. Das, ja, das ist es. Ja, ja, ja. Sieh mal. Machen wir Herrn Lustig unmissverständlich klar, wo sein Zuhause ist. Aber ohne Gewalt. Lass mich das machen, ja? Auf meine Art. Herr Lustig? Ich weiß, dass Sie mich hören. Und ich weiß auch, dass Sie ein friedliebender Mensch sind. Jeder weiß das. Warum drehen Sie nicht einfach um und fahren wieder nach Hause? In Ihr Schloss. Glauben Sie mir, Herr Lustig? Es ist das Beste. Für uns alle. Der kommt auf der Rückseite wieder raus. Siehste? Er dreht ab. Er hat's eingesehen. Beeindruckt, Joachim. Aber trotzdem bleiben wir dran. Wir wollen kein Risiko eingehen. Oh. Auf dem blauen Wagen
ich war schwanger von. Vorwärts die Rosse traben. Die Luft ist rein. Die Pferde laufen jetzt alleine zurück zum Reiterhof. Und ich mache mich auf den Weg nach Bärstadt. Ja. Hey, jetzt wird's langsam eng. Na, vielleicht hilft das. Lustig. Herr Paul Schulke, ja. Sie hier? Sie sind nicht auf Mallorca? Eine Katastrophe, sage ich Ihnen. Das war vielleicht eine Bruchbude. Mein Schloss auch. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eine halbe Stunde. Oh, dann geben Sie mal Gas. Ja, mach ich schon. Ja, na, mir schläft der Fuß ein. Hat er aufgegeben. Lange sollen wir ihm denn noch hinterher eilen? Okay, lass gut sein. Fahren wir zurück zum Elchwinkel. Wir wollen unser Zuhause zurück. Ja. Ja. Da kann ich jetzt nichts machen. Herr Bunkenburg ist im Elchwinkel zum feierlichen ersten Spatenstich. Oh, schnell, Herr Paschulke, ist heil. Kommen Sie. Frau Dunhofer, nicht jetzt. Ja, aber... Was wissen Sie von Wichtigkeit? Machen Sie Feierabend. Meine Sekretärin. Tja, Herr Bunkenburg, es ist kurz vor 12. Wir können. Sehr gerne, Herr Bürgermeister. Meine Damen und Herren, ich darf sagen, dass dies für mich ein wichtiger Augenblick ist. Ein Augenblick, für den ich lange hart und ehrlich gearbeitet habe. Wo heute noch sinnlos das Unkraut wuchert, da wird schon in einem Jahr... Tag, Herr Bunkenburg. Ich hab mir's doch anders überlegt. Ich möchte noch ein Weilchen hier wohnen bleiben. Was? Er will hier wohnen bleiben. Und ich auch. Aber Ihre Frist ist abgelaufen. Um 12. Also bis 12 sind schon noch 2 Minuten Zeit. Also alles, was recht ist. Herr Bunkenburg, unter diesen Umständen?
können Sie nicht bauen. Was sagen Sie jetzt, Herr Bunkenburg? Sind Sie pleite? Nein, ich habe nichts zu sagen. Bitte keine Bilder. Das werden meine Anwälte klären. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Den Rüstig sehen wir so schnell nicht wieder. Riechbaum, Jana, ihr Nichtsnutzer, ihr Versager, steigt sofort aus dem Wagen aus! Sofort raus da! Bleib stehen, du Feigling! Bleib stehen! Du Blödmann! Du Blödmann! Komm sofort zurück! Komm hier! Ach, Herr Nachbar, bin ich froh, dass wir wieder hier sind. Ich auch, Herr Lustig. Ja, dann auf das einzig wahre Zuhause. Ja, das ist es. Einen wunderschönen guten Tag, meine Herren. Schmatke von der Firma Immowimmer. Ich möchte Ihnen ein exklusives Angebot machen. Also eigentlich können Sie da gar nicht Nein sagen. Ich glaube, hier sollte ich jetzt lieber, na, ihr wisst schon, abschalten. Was mit Ihnen? Wieder. Was, ihr seid immer noch da? Aber abschalten. Ja. Na dann.